Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Unternehmen wir was. Normalerweise wären wir ja erst nächste Woche wieder fällig, aber aus aktuellem Anlass heißt es heute, glaube ich, so neudeutsch. Breaking News heißt es ja wahrscheinlich. Breaking News, genau. Ich habe nämlich sowas auch vorbereitet, was eigentlich schon genug Entsetzen hervorruft. Hattest du gelesen, wo sich ein Araber als Architekt beworben hat und aus Versehen die Absage einfach weitergeleitet wurde von dem Chef selbst, die Kurzform keine Araber. Und das hat er. Was? Nee. Ja, das hat er als Absage bekommen und war dementsprechend entsetzt, hat es dann auch als Posting gebracht, hat es in sozialen Medien auch weitergeleitet, war in Architektur in Berlin. Und es war zumindest noch ein Bitte drin. Also es stand in der Mail drin, bitte keine Araber. Also was natürlich die Diskussion in der Arbeitswelt noch einmal richtig wieder hervorgetan hat. Natürlich gibt es Rassismus, aber natürlich redet auch keiner drüber. Nee, und das hatte ich mir eigentlich für die nächste Sendung nochmal mit aufbewahrt. Und ist zwar jetzt auch schon irgendwie ein, zwei Wochen her, aber das Architekturbüro hat dann natürlich auch versucht, sich um Schadensbegrenzung zu bemühen und hat dann erstmal versucht, ihren Pluralismus darzustellen. Oha, ja, das könnte in die Hose gehen. Ja, also von daher ist das eigentlich nur ein sichtbares Zeichen dessen, worüber keiner redet. Es ist dieses klassische, wir gucken weg. Es gibt es, wir wissen es, dass es das gibt, aber wir gucken weg. Umso passender finde ich eigentlich das, was ich überlege jetzt gerade, wie das überhaupt entstanden ist, worüber wir jetzt berichten wollen. Es fing, glaube ich, damit an, dass ich dir Anfang der Woche kurz irgendwie sagte, kennst du eigentlich schon die Höcke-Jugend? Genau, damit fing es an. Und dann haben wir uns recht lange auch noch mit dem Thema befasst und geguckt zu den Parallelen zwischen dem guten Mann Adolf Hitler und der Jugend damals, der Bezeichnung. Genau, und somit hat es eigentlich angefangen. Das war irgendwie am Montag, glaube ich, oder Dienstag, nee, kann ja gar nicht sein. Was haben wir heute? Heute ist ja Samstag, wo wir aufnehmen. War das Donnerstag. Ich weiß es ganz genau, Mittwoch war der Artikel, wir haben den Artikel vom Mittwoch gelesen von T-Online und am Donnerstag haben wir darüber telefoniert und genau, so war es, ja, richtig. Idee war ja, dass sich Höcke irgendwie bei der jungen Abteilung, will ich das jetzt nicht nennen, aber bei den jüngeren Mitgliedern der AfD irgendwie hat blicken lassen und die ihn wie üblich groß abgefeiert haben. Ja, sie sagen natürlich wieder, das war natürlich ein Gag, aber ja, natürlich ein wie, Gag. Wie das denn so oft gemacht wird, es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich dann Höcke-Jugend, in Anlehnung ganz klar HJ, Hitler-Jugend etc. Es gab dann sehr viele Leute, die es geliked haben, das ist dann ratzfatz durch die Decke gegangen. Es ist dann auch von der Bild-Zeitung übernommen worden, dass die sich so genannt haben, dort ist es zum ersten Mal groß in die Medien dann gekommen, also so in die normalen Medien, sofern man die Bild-Zeitung als normales Medium hat, dann... Ja, naja, gut, ja, gewisse Erfahrung ist natürlich... Gut, zumindest ist es dann einmal in die normale Welt gekommen. Also es machte einmal so richtig ratzfatz und dann Twitter ist explodiert. Es gibt einen eigenen Hashtag Höcke-Jugend, was mich auch schon... Ja, aber gut. Das ist halt gegen den Trend könntest du in dem Moment nichts machen. Das generiert sich ja ganz Es war dann auch in den Trends. Also. Ja, genau, sag ich. Ja gut, aber ich glaube, es ist heute ja nicht mehr so. Und so für uns war wahrscheinlich relativ klar, wir sind zwar nun eigentlich ein klassischer Freelancer und Unternehmer-Podcast, aber so ein bisschen Politik, wenn uns was richtig bewegt, haben wir dann auch immer mal drin. Genau. Und es war für uns eigentlich fast klar, dass wir irgendwann zumindest nochmal so ein Wort drüber verlieren, dass mal wieder eine Grenze, wie gesagt, immer mit diesem, das meinen wir ja gar nicht so, aber wieder mal eine Grenze ganz klar eingetreten wurde. Und dann irgendwie morgens gestern morgen um halb sieben, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin wach gewesen.
Ja, und dann? Und dann weiß ich nicht, dann habe ich über unser Gespräch vom Vortag über die Höcke-Jugend nachgedacht und da habe ich mir gedacht, Mann, da musst du mal gucken, ob die Domain um die Höcke-Jugend denn schon vergeben ist, ob denn die AfD schon so klug war und eine Webseite darüber gebracht hat. Sie haben sich auch mal noch nicht getraut und die Domains waren in verschiedenen Schreibweisen noch frei und dann habe ich mir auf Kurzhand gedacht, ach, für 99 Cent im Jahr kaufst du mal die Höcke-Jugend. Ja, genau. Und ich sehe hier gerade, ich muss es vergrößern, weil ich bin schon, ich brauche eine Gleitsichtbrille. So um 8.04 Uhr ja. Hast du dann da habe ich sie registriert geprüft und um 8.05 Uhr wurde dann vielen Dank für Ihre Bestellung, welche in Echtzeit für Sie durchgeführt wurde. Seitdem ist Unternehmen wir was stolzer Eigentümer, nein, nicht stolzer Eigentümer, mir fehlt das richtige Wort dafür, also doch schon doch. Stolz. Dass wir sie haben. Weil wir sie haben und sie auf der AfD-Seite nicht mehr zum Tragen kommt. Und naja, so viel kann man ja in der Regel in der Politik nicht bewirken. Aber ich habe mir gedacht, naja, warum nicht? Lustig war, ich hatte ja gestern mit einem Anwalt noch irgendwie mich drüber unterhalten. Und der sagte dann zu mir, ihr seid doch froh. Bei der Dänik kann man ja nicht mehr sehen, wie der Domäneninhaber ist. Also insofern, ich warte mal ab. Vielleicht kommt die AfD ja und... Also das war ja auch die Diskussion und auch hier familiär haben wir das so ein bisschen besprochen und auch da war ja so die Überlegung, als erstes ganz klar, klasse und ich würde sowieso vorschlagen, ich weiß noch nicht, was du davon hältst, dass wir zumindest irgendwie auf der Seite einen Text hinterlegen, dass wir diese Seite gesichert haben, so in Anführungszeichen, dass sie nicht in falsche Hände kommt. Das war auch mein Gedanke. Ich hatte noch keine Zeit, diese Webseite zu bespielen mit Inhalt. Hätte ich mit dir auch noch genau das gleiche abgesprochen. Kommt. Einfach nur ein Hinweis darauf, aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse sehen wir es als unsere Aufgabe an, das Netz etwas sauberer zu halten, auch für uns ist das natürlich nur ein sichtbares Zeichen. Wir können damit irgendwie nicht die Welt verändern oder sonst irgendwie, aber es geht einfach um das sichtbare Zeichen. Es geht um diese permanenten Tabubrüche. Es ist ja ein Tabubruch, dass man sagt so, ach, das war ja gar nicht so gemeint, aber hahaha. So, und es ist wieder gesagt worden und das ist ja auch eine ganz gängige Praxis extremer Parteien, egal ob sie nun linker oder rechter Art ist, aber im Moment haben wir halt ein besonderes Problem der rechten Art, dass man immer wieder ein Stück weiter geht, das hätte man ja nicht sagen dürfen, zack, geht's durch die Medien, warum habt ihr das gesagt? Ach, das war gar nicht so gemeint. Mhm. Und das ist diese ewige Praxis, die perfide durchgezogen wird. So, und wenn man dann einfach mal ein sichtbares Zeichen dagegen macht und sagt, okay, ihr habt zwar jetzt schon mit diesem Spaß, in Anführungszeichen, Höcke-Jugend gearbeitet, was ganz klar in eine Richtung geht, aber nein, wir sorgen dafür mit unserem Business, mit unserem Metier. Internet ist nun mal unser Metier. Ja. Dann können wir halt ein kleines Zeichen dagegen setzen, was auch immer das bringt. Es ist nichts anderes als vielleicht eine Meldung wert, aber das war es dann auch. Aber trotzdem ist es dieses kleine Zeichen. Und die Frage ist, kann man das machen? Ja, kann man machen. Gibt es Ärger von irgendwem? Wissen wir nicht. Ja, gibt's dann, wenn wir das dritte Reihe aufmachen. Ich habe ja schon gesagt, dann lass mich zum Domainminister umbenennen. Ja, aber man hat ja auch sofort irgendwie, wenn da also jemand aggressiv wird oder wenn da irgendwie... Das stimmt, Aber ich glaube, wenn man davor Angst hat, dann sind wir genau in der Situation, wie vielleicht Menschen früher mal waren. Man hat Angst, etwas zu sagen, also sagt man besser nichts. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Solange man keine Position bezieht und es ist, wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Es ist ein sichtbares, kleines sichtbares Symbol. Aber dass man vielleicht immer in dem Bereich etwas tun kann, in dem man sowieso zu tun hat. Man muss ja nicht irgendwie gleich die Welt verbessern. Aber wenn jeder so ein kleines Ding macht, könnte es alles ein bisschen einfacher sein, weil ich glaube schon, soziale Medien und auch so kleine Gruppierungen sind nun nicht die Mehrheit der Menschheit. Und das ist
Ja, ich bin gespannt. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es halt merkwürdig, dass es noch, dass auch vorher keiner auf die Idee gekommen ist. Ich meine, die News war ja schon 2 Tage alt, als ich registriert habe. Dass also keiner sich die Mühe, oder eigentlich hat auch 3, das Ereignis war ja schon einen Tag vorher wiederum, dass da keiner drauf gekommen ist. Das finde ich total geil. Und wie gesagt, jetzt schlimmert die Domain hier rum. Sie kostet 1 Euro im Jahr. Das war mir die Jugend denn irgendwie wert. Genau, wir haben sie mit Bindestrich, wir haben sie ohne Bindestrich. Genau, und wir haben sie in verschiedenen Variationen. Und finde ich ganz lustig. Bin gespannt. Ich möchte das auch so ein bisschen als Aufruf sehen. Also zum einen wird dann Höcke-Jugend, also mit OE logischerweise geschrieben, mit Ö schreibt kein Mensch im Internet. Nee. Sonntag, also ich werde das heute schneiden, sodass es dann morgen im Netz ist, am Sonntag. Und vielleicht hast du ja bis morgen auch einfach einen Text dahinterlegt. Ja, das kriege ich hin. Das habe ich, wie gesagt, gestern nicht mehr geschafft, aber das werde ich gerade auch nochmal erledigen. Alles prima. Du musst dann natürlich noch das Impressum verlinken auf unser Impressum von. Müssen wir ein Impressum denn haben? Ist es eine private Seite, wenn sie politisch ist? Ist es eine öffentlich-gewerbliche Seite, wenn es politisch ist? Müssen wir auch was angeben? Wenn sich jemand da richtig angefasst fühlt, wird er natürlich juristisch versuchen, mit dem Impressum anzufangen. Also von daher verlinke das Impressum auf das Impressum von Unternehmen wir was und dann ist ja dem Ganze Genüge getan. Das stimmt allerdings auch wieder. Ist ja fertig, das brauchst du ja nicht mal zu bauen. Nee, ach, deswegen ja nicht, nee. Aber das ist ja nur eine Seite, den One-Pager, den kriegt man ja fertig. So, aber da wir ja ein kleiner Podcast sind, was insbesondere von Freelancern, kleinen Unternehmern, manchmal auch größeren Unternehmern und ansonsten anderen Interessierten auch ist, vielleicht das als kleine Werbung anzusehen, wenn einen irgendwas stört, wenn man irgendwie feststellt, da geht irgendwas in eine falsche Richtung. Jeder von uns hat ja irgendetwas in seinem Business, womit er Multiplikator ist. So, ja. Wir haben was mit Internet zu tun. Ich habe ja schon vor Urzeiten in einem der ersten Podcasts mal gesagt, ich mache diesen ewigen Kampf, da ich ja nun sehr viel mit sozialen Medien insbesondere zu tun habe, du ja eher mit klassischerweise Webseiten etc. auch, dass ich versuche, jede Meldung, wo ich ansatzweise oder jeden Kommentar, wo ich ansatzweise denke, da stimmt irgendwas nicht, ich melde bis zum Abwinken, oft frustrierend, weil es dann doch wieder nicht irgendwelchen Gemeinschaftskriterien oder doch irgendwelchen Gemeinschaftskriterien entspricht, wo ich so denke, na, kann man das machen? Aber darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, als dieses legendäre Gerichtsurteil gegen Renate Künast war, wo man plötzlich fassungslos war, was man alles plötzlich sagen darf, weil es ja kontextbezogen ist. Da hat man übrigens auch nichts mehr gehört, wie, ob das jetzt weitergeht, nicht weitergeht. Ich hoffe, es geht weiter, weil ich finde, das kann man so nicht im Raum stehen lassen. Ja, also ja. Diesmal eine etwas ernstere Sache, aber vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, was man so machen kann oder wie kreativ man auch irgendwas machen kann, um einfach mal zu sagen, nö, so nicht. Und das vielleicht auch so ein bisschen als kleinen Tipp oder kleine Anleitung dafür. Man kann immer irgendwas machen. Man muss nicht alles so laufen lassen. Viel was anderes würde ich heute auch gar nicht machen. Unsere normale, reguläre Sendung ist am 9.2. ist die zu hören, also am Sonntag, also wenn morgens am Sonntag sind wir raus, also dann quasi genau in einer Woche. Und dann sind wir auch wieder etwas vollen Folge wieder da. In der vollen Folge wieder da und dann auch ein bisschen lockerer, ein bisschen spaßiger, alberner dabei. Aber gut. Also Grüße von hier von der Ostsee, weil ich habe hier gerade mein mobiles Studio. Wir sitzen hier FaceTime uns gegenüber und ich habe hier mein Camping-Mikro, nenne ich das immer. Ja. Dann, wie gesagt, dann bau schön. Ich werde den Beitrag gleich schneiden und fürs Netz fertig machen. Und kleiner Aufruf vielleicht noch in unsere Kommentare auf unserer Webseite, unternehmen wir was, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. Wäre schön, wenn vielleicht mal jemand einen Kommentar dazu ablassen würde, so albern oder finde ich gut oder sonst irgendwie. Wir werden das natürlich auch in den sozialen Medien teilen. Wäre schön, wenn das insbesondere geteilt wird, weil wir das ganz wichtig fänden, dass das vielleicht eine etwas größere Breitenwirkung hat, als das, was sonst vielleicht irgendwie sonst nur genau, das ja mal in der Facebook-Gruppe der Höcke-Jugend teilen.
Richtig, ja. Und da bringst du mich auf eine Idee, ja. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, genau, geht's ja nächste Woche. Wünsche ich dir schönen Tag noch. Ja, und danke ebenso. Wir hören. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.